Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Runde World of Warcraft. Und heute darf mal der Holy Priester ran. Es haben sich tatsächlich so der Schamane und Holy so, ja, als die Sieger herausgemittelt, bei welchen Tanks hier jetzt ich so nehme. Ja, ich würde sagen, wir lassen es dann auch irgendwo so. Die anderen spiele ich halt auch noch so, aber die werde ich jetzt mehr so versuchen hochzukriegen. Nehmen wir direkt die Gotteshymne am besten. Oh, fängt mäßig an. Das ist sehr schön. Fängt mäßig an. Aber ist schön konstant auf jeden Fall. Sollte ich mal gucken, dass ich so ein bisschen was Mana-Sparsames fahre. Ich habe da schon ein paar Ideen, was. Das mit dem Mana-Sparsam hat sich damit erledigt. Wir müssen hier direkt die volle Kapelle drauf. Nicht auf mich! Ich erstmal eine Schelle. Okay, zwei Blitzheilungen und den haben wir mein Segenswort wieder. Dann können wir ihn retten, was am Ende nicht nötig war. Vorteil, ich kann die tatsächlich mit meinem komischen Schrei, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, verscheuchen. Das heißt, ein bisschen Ruhe habe ich. Bis zu einem gewissen Standpunkt. Das Summen unserer Pfeile wird das letzte Geräusch sein, das ihr hört. Ja, macht er das jetzt direkt alles in einem durch, oder was? Wäre auch mal interessant. Nicht, wenn ich da noch was mitzureden habe. Hier ist niemand, sehr gut. Es ist zu weit entfernt. Überwältigt euch. Euer Tod naht. Sehr war schön. Wie ihr wollt. Jetzt habe ich ein Problem. Okay, machen wir über die Gotteshymne den Rest. Ich hoffe, wir kommen jetzt kurz dazu, Mana zu tanken. Dafür wäre ich jetzt sehr dankbar. Das machen wir über die Erneuerung. Fängt auf jeden Fall gut an. Warum will ich die immer noch plündern? Ich muss das doch irgendwann mal lernen, dass ich die nicht plündern kann.
ist tot. So, das reicht. Rest hole ich über die Regeneration raus. Der Ruhe, Zagash. Wir tun nichts dergleichen. Wenn diese Schwächlinge so gern sterben möchten, helfen wir ihnen. Aber Kapitän, das ist der letzte unserer Gruppe. Schwarzfaust wird uns hinrichten, wenn wir mit leeren Händen auftauchen. Zagash, stellt meine Befehle nicht in Frage. Das ist kein herkömmlicher Gran. Das ist Skullach, Sohn von Gruul. In seinen Adern fließt das Blut eines Champions. Ich muss näher ran. Diese armseligen Hunde kümmern mich nicht. So weit entfernt. Jawohl. So, jetzt haben wir es wieder. Und im richtigen Moment rausgegangen. Was heißt rausgegangen? Verblassen, dass wir uns nicht mehr sehen. Okay. Oh, nicht gut. Sieh mal einer an. Vielleicht habe ich sie unterschätzt. Zagash, bereitet Skullach vor. Gebt ihnen eine Kostprobe seiner Fähigkeit. Zünde die Kanonen, Kapitän. Wir nehmen lieber mal den Schutzengel mit. Ich glaube, wir sind hier ziemlich sicher. Das Einzige, was wir eventuell gleich machen müssen, ist den reinziehen. Ansonsten sind wir hier relativ sicher. Lasst mich in Ruhe. Ha, immer das passende parat. Okay, wir warten, bis das Kanonenfeuer zu Ende ist. Genau deswegen. Deswegen wartet man. Das kriegen wir nie hin, die da wieder zu beleben. Es sei denn... Ich habe keine Ahnung, wie viel Reichweite das Ding hat. Ich hoffe jetzt einfach mal... Fuck, das hätte sogar mit dem zweiten noch geklappt. Naja, nachher weiß man es immer besser. Wenn ich die gar nicht hätte hinziehen müssen. Oh ja, jetzt wissen wir es. Oder zumindest weiß ich es jetzt. Okay, wir müssen warten, bis die Salve vorbei ist und laufen. Der Tank kommt schon mit, der kommt schon mit, der packt das. Komm schon. Zieht durch. Sehr schön. Nein, es hätte fast gereicht. Kann irgendeiner von denen wiederbeleben? Ja, der Pala kann. Wenn ich sie am Leben halten kann. Schicke ich ihnen noch das Echo des Lichts mit. Der Pala kann mich aufheben. Oder der Hexenmeister. Wäre gut, wenn er das dann machen würde, dass ich nicht laufen muss. Junge, du stehst im Feuer.
gibt er mich auf? Ja, nein, vielleicht. Kapitän, wir haben keine Munition mehr. Ich lade schon nach. Weil dann muss ich jetzt nicht laufen. Ah, perfekt, da kommt die Erlösung. Es gibt neues Fleisch, das ihr weichkochen könnt. Sofort, Kapitän. Mit Vergnügen. Ich nehme jetzt einfach den Gesundheitsstein. Geht am schnellsten. Ich bin außer Reichweite. Weg aus der Welle. So schön, der Stern, der macht's. Blutiges wäre, wir gehen einfach mal aus der Sichtweite. Das sollte ja wohl reichen. Nee, danke. Jetzt dürfen die drei umfallen, tatsächlich auch. Nein! Niemand soll meine Macht besitzen. Das sah mal schön aus. Ihr werdet brennen! Machen wir das so, dann sieht's noch besser aus. Das ist noch lange nicht. Die Hälfte unserer Truppen sind tot. Meint ihr nicht? Ich hoffe ja, dass ich dadurch einen 7er oder 8er Schlüssel im Inventar gleich habe. Aktuell liegt da ein 6er. Habe ich mir gedacht, machst du mal 6er, was halt zuletzt kam. Müsste ja eigentlich reichen für was Höheres. Schlau, Herr Kapitän. Deswegen bin ich hier, Zargash, weil ich schlau bin. Nein, nicht auf mich. Warum? Was habe ich dir getan? Nehmen wir den mal. Bisschen weg mit der Bedrohung. Dann wird das gleich schon wieder. Gibt es eigentlich irgendeine Klasse, die die irgendwie binden kann in eine Falle oder so? Eventuell sogar ich selbst? Wirkt nur auf Humanoide und Drachen. Das ist definitiv weder das eine noch das andere. Das ist ein Geist. Sie sind fast hier. Was machen wir jetzt? Ich habe diese Spielchen satt. Lass den Saberon frei und bringt es zu Ende. Seid ihr sicher, dass ihr das Ding aus einem Käfig lassen wollt? Ich glaube, es wurde länger nicht gefüttert. Vielleicht hilft ein Maulkorb. Gute Idee. Ich meine, nicht auf mich wieder. Okay, das war jetzt mein dritter Gesundheitsstein. Ich würde sagen, overall habe ich mir die gut eingeteilt. Okay, wir brauchen keine Streitkräfte mehr. Das heißt, jetzt beginnt so... nur noch die Bosse und dann haben wir es. Aber 15 Minuten haben wir noch. Kommt!
Da muss jetzt mal ein bisschen mehr. Jetzt mach ich mal Tempo. Oh, Junge! Pass doch auf deine Gruppe auf, wenn du sowas machst. Dann läuft der vor. Wird wahrscheinlich irgendwas in die Richtung Nachtelf oder so gehen, der dann den Bewegungsbonus bekommt, was keiner eingeplant hat. Oder ich zumindest nicht. Da muss ich aber sagen, habe ich solche Schleichaktionen bisher besser gemacht. Egal in welchem Spiel. Gut, hier noch nicht ganz so viele. Aber so das Rumschleichen und solche Tarnschilder, das habe ich immer besser gemacht. Da lasse ich mir auch nichts sagen. Da habe ich immer schön aufgepasst, dass die Gruppe schön drüber war. Das habe ich schon schön gemacht immer. Jetzt sorgen wir erstmal dafür, dass die Leute hier am Leben bleiben. Gotteshymne. Was soll ich mit einem ausgehungerten Wolf? Los, verbrenne und hau ab. Geht doch. Den nehme ich mir ins Fokus. Ich freue mich, wie gesagt, gleich erstmal in der Hoffnung, dass ich gleich einen höheren Stein kriege, Schlüssel als die Sechser. Das wäre echt was Feines. Hätte ich schon einfach mal Bock drauf, auch mich auszuprobieren. Kann ich ihn da rausziehen? Shit. Wäre auch zu schön gewesen, wenn ich ihn hätte da rausziehen können. Aber man muss natürlich dann auch sagen, ich hätte natürlich auch wieder mit meinem Priester einen Vorteil gehabt. Wenn ich die dann auch aus solchen Aktionen rausziehen kann. Dann natürlich auch wieder so eine Sache. In meinen Hafen einzumarschieren und Fuß auf mein Schiff zu setzen. Nichts hält die eiserne Horde auf. Ihr schon gar nicht. Genießt euren Tod, Schwächlinge. Ach so, ich werde dauerbeschossen. Ich dachte, ich kann ihm irgendwie ausweichen. Schon x-mal gelaufen und lernt trotzdem noch ein bisschen was. Das ist ja auch schön. Man probiert halt alles irgendwie dann auch, ne? Auch mal so im Angriff auszuweichen. Kann ja mal klappen. Ich laufe nur bis hinter die Fässer, bis ich weiß, die haben das Vieh. Jawohl. Oh, heute wurde viel Gotteshymne eingesetzt. Nehmen wir die Fähigkeit noch, die andere so schön ist. Gulliver, nein! Ich räche euch! Jetzt darf auch Skullok sterben. Oh, nochmal das Ding. Okay, er castet, unterbrochen, sehr gut. Wollen wir mal Sogosch hier umhauen? So, habe ich das Ding schon mal wieder. Sehr schön. So, Sogosch ist down.
Na geh doch. So, und jetzt komm, bitte einen höheren Schlüsselstein. Endlich mal wieder Loot. Ja, das nehme ich auch. Ich möchte meinen Schlüsselstein gegen einen anderen tauschen. Ich habe jetzt die Eisendocks. Hätte ich noch mal. Gib mir mal einen anderen. Also Solarrechtschlachtung. Naja gut, mal sehen, was ich daraus mache. Das war es jedenfalls erstmal für heute. Danke fürs Zuschauen. Wir haben endlich mal wieder Lootglück. Gott sei Dank. Es hat lange gedauert, bis ich mal wieder meine Hände an ein bisschen Loot bekomme. Hehehe, das freut mich. Das war's für heute. Danke fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.